Ich darf heute, und gestatten Sie mir das vorne wegzunehmen, einen unserer Ehrengäste, der auch hier ist, erfreulicherweise, mit einer ganz besonderen Ehrung zuteil werden lassen, nämlich den Ehrenpräsidenten des Bundes der Selbstständigen, Deutscher Gewerbeverband, Landesverband Bayern, Herrn Professor Dr. Fritz Wickenhäuser. Und zwar darf ich ihn mit der Ehrenmedaille in Gold auszeichnen. Herr Professor, Herr Professor Wickenhäuser, Sie haben bereits Mitte der 80er Jahre erkannt, dass der Familienbetrieb, das renommierte Autohaus Wickenhäuser, in der Münchner Innenstadt so nicht fortzuführen war. An seiner Stelle haben Sie das Hotel Budapest errichtet, aus dem Mitte der 90er Jahre das Vier-Sterne-Hotel Kristall wurde, das zu den renommierten Best-Western-Hotels gehört. Sie haben den Beruf des Hoteliers erfolgreich ausgefüllt und der innerstädtischen Entwicklung bis heute, ich weiß ja, was Sie momentan machen, wertvolle Impulse gegeben. Erst vor kurzem haben Sie einen weiteren Betrieb, das Hotel Dolomit, eröffnet. Neben Ihrem ehrenamtlichen Einsatz in vielen Gremien, wie der Vollversammlung der IHK für München und Oberbayern, im Vorstand der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft, im Vorstand des Wirtschaftsbeirats der Union, als Beirat des ADAC Südbayern und im Stiftungsrat beim Bildungspark Bayern haben Sie inzwischen mit großem Erfolg 3 Jahrzehnte als Dozent an verschiedenen Universitäten und Hochschulen gewirkt. So lehren Sie seit 1997 an der Hochschule für München Marketing und Dienstleistungsmanagement, mit Sicherheit die wichtigsten Grundlagen für unsere Branche. Lieber Herr Professor Wickenhäuser, wir haben mit Ihnen als Präsident des Landesverbandes Bayern, des Bundes der Selbstständigen, jetzt kann es langsam, Deutscher Gewerbeverband, über viele Jahre hinweg immer einen Ansprechpartner und Unterstützer für die Belange unseres Gewerbes gefunden. Als Hotelier sind Sie einer von uns geworden und haben mit großem Weitblick bereits die Betriebsnachfolge geregelt, indem Sie die Geschäftsführung, die Geschicke Ihres Lebenswerks in die Hände Ihrer Tochter Katrin übergeben haben. Herzlichen Dank für Ihre Verbundenheit und nun möchte ich Sie zu uns auf die Bühne bitten. Also, herzlichen Dank. Herr Professor Wickenhäuser, herzlichen Dank für Ihren ständigen Beistand und dafür, dass Sie uns so lange begleitet haben. Ich gehe jetzt dann darüber. Wir machen aber einen fliegenden Wechsel. So, einmal bitte. Ganz kurz, bitteschön. Ja, ich möchte mich ganz herzlich für diese Ehrung, von der ich vorab nichts wusste, ist eine echte Überraschung, bedanken und kann Ihnen nur bestätigen, es macht wahnsinnig viel Freude. Ich weiß es ja, weil vor 20 Jahren erst in diese Branche gekommen bin, wie faszinierend diese Branche ist, wie wichtig diese Branche ist und dass es Sinn macht für unsere Belange, sich überall einzusetzen. In dem Sinne auch heute Ihrem Anliegen recht viel Erfolg und wenn wir alle zusammenhalten und kämpfen für unsere Anliegen, für die Chancen, die der Tourismus in Bayern hat, dann kommen wir auch deutlich voran für die Ziele, für unsere wunderbare Gastfreundschaft, die ja weltweit bekannt ist. Recht herzlichen Dank für diese Ehrung und wir werden uns auch mit meiner Familie, mit meiner Tochter weiter dafür einsetzen. Vielen Dank. Applaus